Mein Arbeitsgebiet ist die arithmetische Geometrie. Das ist ein Teil der reinen Mathematik und liegt an der Schnittstelle zwischen Geometrie und Zahlentheorie. Die Zahlentheorie, die Theorie der natürlichen oder der ganzen Zahlen, das ist ein sehr altes Gebiet. Schon die alten Griechen haben sich mit solchen Fragen beschäftigt. Und da geht es darum, zum Beispiel sich zu fragen, ob gewisse Polynomgleichungen ganzzahlige Lösungen haben. Also es geht nicht darum, reelle Lösungen auszurechnen, wie man das vielleicht in der Schule tut, sondern man fragt sich, hat so eine Gleichung und wenn ja, wie viele Lösungen in den ganzen Zahlen? Auf der anderen Seite ist die Geometrie, darunter kann man sich vielleicht eher was vorstellen, also wobei es bei uns konkret algebraische Geometrie ist. Algebraische Geometrie beschäftigt sich mit den geometrischen Eigenschaften von Objekten. Das sind weitreichende Verallgemeinerungen von geometrischen Objekten, die entstehen als Nullstellenmengen von Polynomgleichungen. Die Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen, sind so komplex, dass man manchmal ein halbes oder dreiviertel Jahr oder auch noch deutlich länger daran sitzt und den gesamten Kontext erstmal verstehen muss, um die eine konkrete Frage zu verstehen. Aber wenn man dann einmal so weit ist, ist es ein unglaubliches Glücksgefühl und eine Befriedigung da, wirklich was Neues verstanden zu haben, was man vorher eben noch nicht erklären konnte. Thank you.